Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Station am Ehrenmal. Sie trägt den Namen Jesus wird zum Tode verurteilt. Das passt hier eigentlich ganz gut hin. Ich möchte euch einladen, dass wir nun gemeinsam mit dem Kreuzzeichen beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören wir wieder die Texte und schauen auf das Bild. Es war Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Jesus wird zum Tod verurteilt. Der Hass der Menschen ist hier rot gemalt wie Feuer. Jesus aber liebt alle Menschen, selbst dann, wenn sie hassen. So symbolisiert das Rot auch die Liebe Jesu. Das Kreuz ist schwarz wie der Tod. Es bringt für Jesus den Tod. Dahinter siehst du schon in Blau die Zukunft der Auferstehung und das ewige Leben. Jesus leidet Todesangst. Wir aber wissen, es wird gut ausgehen. Nach dem Betrachten des Bildes und dem Hören der Texte möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam wieder ein kleines Gebet sprechen. Lasset uns gemeinsam beten. Jesus, wenn ich Angst habe vor dem, was kommt, dann will ich glauben, dass du bei mir bist. Berühre meine Angst mit deinem Kreuz und gib mir deine Zuversicht und Hoffnung. Amen. Nun geht es weiter zur dritten Station. Diese findet ihr außen an der Kirche. Dort ist hinter der Sakristei ein Kreuz angebracht. Bis gleich.